Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch auf jeden Fall den neuen Gegenstand-Shop, Leute. Wie immer eigentlich jeden Tag um 3 Uhr morgens. Und natürlich, Freunde, gibt es heute wieder ein paar richtig coole Neuerungen. Aber bevor wir damit anfangen, Freunde, ganz kurze Information. Und zwar habe ich unten in der Videobeschreibung einen Link, Freunde. Dort kriegt ihr PSN-Karten super günstig. Statt 10 Euro 9 Euro, dann statt 25 Euro nur 22 Euro. Also ihr spart mega gut Geld dadurch. Checkt gerne mal die Videobeschreibung ab. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und natürlich, Leute, habe ich derzeit ein Gewinnspiel am Start. Ihr müsst nichts weiteres tun, als dem Video einen Daumen zu geben und den zukünftigen Videos. Ihr solltet Abonnent des Kanals sein und solltet die Glocke aktiviert haben. Und, Freunde, ihr müsst Hashtag FrapsArmy kommentieren. Dann, Freunde, könnt ihr auf jeden Fall bis zu 12x25 und 40x10 Euro PSN-Guthabenkarten oder Xbox- oder Steam-Guthabenkarten gewinnen. Und so könnt ihr euch auf jeden Fall die ein oder anderen geilen Sachen kaufen. Aber jetzt, Freunde, genug gelabert, starten wir mal direkt mit dem Shop-Video. Let's go! So, Leute, heute im Gegenstand-Shop haben wir bei dem vorgestellten Gegenständen wie gestern eigentlich den Flytrap-Skin. Dieser ist auf jeden Fall heute noch verfügbar. Könnt ihr euch nochmal gönnen, Freunde, bis zum 12.06.2018 um 2 Uhr morgens ist er noch da. Ich würde ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde den mega cool. Sieht eigentlich richtig, richtig cool aus. Dann, Freunde, hat dieser Skin natürlich auch noch einen Gleiter. Der ist natürlich mega, mega fresh. Vor allem, Freunde, hier unten, da wo die Hände sind vom Gleiter, dort kommen nochmal irgendwelche komischen Wurzeln raus, die sich halt dann dynamisch bewegen. Mega, 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 mega fresh, meiner Meinung nach. Lohnt sich auf jeden Fall, sich zu gönnen. Und, Freunde, natürlich gibt es hier auch dazu eine Spitzhacke. Die Spitzhacke finde ich jetzt nicht so cool, deshalb habe ich mir das Ganze auch nicht gegönnt. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr das noch tun. Das sind die vorgestellten Gegenstände auf der linken Seite. Hier rechts, Freunde, haben wir wieder Battle Pass Stufen für 900 V-Bucks. Kann man sich auf jeden Fall geben, wenn man möchte. Dann, Freunde, haben wir den geilsten Skin, meiner Meinung nach. Und zwar den Scherpenfeldwebel. Freunde, den sollten die ein oder anderen von euch eventuell vom 12-Stunden-Stream kennen. Ich liebe diesen Skin. Pfadfinder-Skin ist das auf jeden Fall. Sieht richtig cool aus, wenn ihr den Backpack als vom Raptor habt und vom Wukong-Skin. Sieht mega, mega fresh aus, meiner Meinung nach. Kann man sehr gut miteinander kombinieren und es sieht einfach richtig geil aus, weil, Leute, den Skin haben auch nicht viele Leute in Fortnite und ich finde, das lohnt sich, den hier zu besitzen. Und dann, Freunde, haben wir nochmal hier die Pömpel-Spitzhacke von Ninja. Und zwar kam das Ganze rein wegen Ninja, der hat da was gesagt gehabt, bla bla bla. Ich finde die Spitzhacke auf jeden Fall mega cool. Würde ich euch auf jeden Fall safe empfehlen zuzulegen. Dann, Leute, haben wir hier die Taktik-Offizierin. Ich muss ehrlich sein, ist auf jeden Fall ein Charakter. Das ist der Standard-Skin mit anderen Klamotten und ich finde den mega, mega fresh, keine Ahnung warum und deshalb, Freunde, habe ich mir den jetzt hier gegönnt, habe nur noch 5 V-Bucks, keine Ahnung, wie das gehen soll, auf jeden Fall, dass ich nur 5 V-Bucks habe, aber, Freunde, ich habe jetzt hier 5 V-Bucks, könnt ihr gerade im Hintergrund sehen und ich finde den Charakter mega, mega fresh. Dann, Freunde, haben wir Schrullig als Emote, Freunde, ist mega geil, damit du Cositas Emote ist das und zwar mit einem anderen Beat, finde ich mega, mega fresh, habe ich mir auch gegönnt und das solltet ihr auf jeden Fall auch tun, Freunde, wenn ihr ein Fan von diesem Tanz seid. Natürlich haben wir hier nochmal langsames Klatschen, Freunde, 200 V-Bucks kostet das Ganze, sollte jeder besitzen, meiner Meinung nach. Wenn man einen Gegner killt und dann halt so klatscht, regt sich der Gegner natürlich brutalst auf, Leute, und ich finde den auf jeden Fall richtig, richtig fresh. Und das, Freunde, ist auf jeden Fall der Gegenstand-Shop, würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr eure Meinung dazu unten in die Kommentare reinschreibt. Und natürlich checkt die Videobeschreibung aus für günstige PSN-Karten. Und damit würde ich mich auch schon hier an der Stelle verabschieden. Ich wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Und Freunde, lasst mir gerne einen Daumen da. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Fraps. Ciao.